hier heute Trainingsauftakt 2016-2017. Was war so dein erster Eindruck von der ersten Einheit und der Mannschaft, auch gestern nach der Leistungsdiagnostik? Erster Eindruck war, dass die Jungs im Urlaub was gemacht haben. Okay, davon bin ich ausgegangen, weil ich mittlerweile weiß, wie meine Mannschaft auch tickt. Also es war ordentlich, die Ergebnisse haben wir heute bekommen. Sieht auch gut aus. Erstes Training auf dem Platz war ein gutes Tempo drin. Ja, gelegentlich noch der ein oder andere Fehler zu viel, aber das ist normal, wenn man aus dem Urlaub kommt. Jeder will sich zeigen und von daher heute absolut positiver erster Eindruck. Kader wurde ja schon um 4 Spieler jetzt ergänzt bisher. Was hast du noch in der nächsten Vorbereitung vor? Vor allen Dingen, was die Position betrifft. Wo wollt ihr da noch nachlegen? Naja, war erstmal wichtig, jetzt die U23-Regel auch aufzufangen. Das haben wir gemacht. Alle Jungs, die da sind, erfüllen diese Bedingung. Hat aber auch wichtige Gründe, dass sie uns fußballerisch weiterbringen. Ja, das muss man schon dazu sagen. Das war auch wichtig für mich, da einfach mehr Qualität dazu zu kriegen. Und wir halten natürlich die Augen offen. Wir haben im Offensivbereich noch Bedarf, das wissen wir. Ja, da dürfen wir auch nicht die Geduld verlieren, weil wir natürlich da Qualität dazu holen wollen. Und sonst wie immer, wie jedes Jahr, wenn uns irgendjemand über den Weg läuft, wo wir sagen, das ist die Qualität, die wir brauchen, die Qualität, die uns einfach besser macht, dann werden wir zuschlagen. Neben dem Sportlichen ist mit Sicherheit auch das Psychische ein großer Faktor nach der vergangenen Saison. Werdet ihr da auch gezielt dran arbeiten? Ja, ich denke, jeder, der dabei war letztes Jahr oder was heißt, erst 4 Wochen her, alle Beteiligten hier im Verein wissen, dass das nicht so einfach war, damit umzugehen. Für eine Fußballmannschaft umso mehr, weil sie letztendlich vom Kopf her sofort wieder den Schalter umlegen muss. Ja, da werden wir viele Gespräche führen. Ja, da überlege ich mir auch natürlich, eventuell einen Impuls von außen mit reinzuholen. Vielleicht auch in eine psychologischen Unterstützung, einfach jemand dazu zu holen, der einen Blick von außen hat, der neutral ist, die Dinge etwas anders einordnet wie wir, weil wir waren ja mittendrin und ist ein wichtiges Thema bei uns, also bei mir sowieso. Und wie gesagt, viele Erfahrungen oder nachgefragt, wer mit solchen Dingen schon Erfahrung gemacht hat, gibt es in der Fußballszene den einen oder anderen. Und es geht schon in die Richtung, dass viele auch gesagt haben, diese mentale Geschichte muss man zum Thema machen und das darf man nicht außer Acht lassen. Wie sehr ist das persönlich noch im Kopf drin, die Schlussphase? Ja, es nagt nach wie vor, das gebe ich zu. Aber ich weiß sehr wohl, dass ich hier gefordert bin, als Cheftrainer natürlich auch vorne weg zu gehen. Aber für mich ist auch wichtig, mit der Mannschaft ein paar Punkte aufzuarbeiten, warum, wieso letztendlich es nicht gereicht hat, warum wir so knapp gescheitert sind. Da gab es ja Gründe dafür. Und wir haben jetzt 6 Wochen Zeit. Das heißt nicht, dass man permanent zurückblickt, aber das heißt einfach, dass wir, wenn wir dann am ersten Spieltag auf den Platz gehen, dass diese Dinge einfach zu 100% ausgeräumt sind und dass wir dann durchstarten und sofort wieder dokumentieren, dass wir dieses Jahr nur eins wollen, nämlich in die dritte Liga. Hey Thomas, ihr hattet jetzt 4 Wochen Pause. Wie hast du persönlich die Zeit genutzt und konntest du in der Zeit auch ein bisschen abschalten? Das war auch bitter nötig. Nach den letzten 2 Spielen in der Hinrunde oder in der Relegation. Ich war mit meiner Familie im Urlaub und mit Matze Kunz zusammen. Und es war sehr angenehm. Und wir haben 9 Tage, waren auf Mallorca und haben den Urlaub sehr ruhig verbracht. Jetzt nach 4 Wochen Pause, ist die Motivation da auch nochmal spürbar bei dir? Ja, auf jeden Fall. Am Wochenende, bevor es wieder losging, hat es schon ein bisschen gekribbelt. Und ich denke, wenn man so lange Fußball spielt und jetzt auch ein bisschen Zeit frei hatte, dann ist es ganz normal, dass man sich wieder freut, dass es losgeht. Wir haben uns auch am letzten Tag, wo wir uns hier verabschiedet haben, vor dem Urlaub, haben wir uns alle was vorgenommen. Und ich denke, da gilt es jetzt wieder dran zu arbeiten und in der Vorbereitung den Grundstein dafür zu legen. Das heißt, nochmal voll angreifen nächste Saison. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ganz knapp da vorbeigeschrammt am Aufstieg. Das war absolut schwierig für jeden Einzelnen, denke ich, das auch zu verarbeiten. Und ich denke, dass das noch nicht alle verarbeitet haben und das ist auch ganz normal. Aber ich denke, jeder, der das noch im Hinterkopf hat, der weiß, was wir jetzt dieses Jahr machen müssen, um dort wieder hinzukommen. Das wird nochmal deutlich schwerer werden als letztes Jahr wahrscheinlich, weil wir vielleicht auch ein bisschen nochmal anders im Fokus stehen. Jeder denkt, wir stolpern und wir schaffen es nicht nochmal, aber da wollen wir alles dafür tun, dass wir nächstes Jahr wieder die Chance kriegen und dann wollen wir es packen. Heute jetzt wieder zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz gestanden. Gestern war noch Leistungsdiagnostik. Wie hat sich das heute angefühlt, endlich nochmal mit der Mannschaft zu trainieren? Ja, wir haben uns wie gesagt, gestern schon gesehen, den einen oder anderen Neuen.
Aber natürlich ist es das Beste, wenn es wieder auf den Rasen geht und wenn man nicht nur die Runden laufen muss oder die Sprints machen muss. Und ja, es war sehr schön.